Ja, schön, dass ich wieder da sein darf, liebe Katharina. Wir sind wieder in der Backstube. Und wir haben das letzte Mal euch aufgefordert, holt euch eine große Bütte, besorgt euch ganz viel Sand und stapft da drin rum. Ne? Also das trainiert gleich mal so ein bisschen die, sagen wir mal, die Balance, das ständige Balance finden. So ist das wahrscheinlich auch beim Wattwandern, vermute ich mal, ja. Weil ich rutsche da immer aus. Ja. Ja, dieses Laufen im Schlamm, das massiert und walkt die Beine, die Füße durch. Wir müssen immer wieder uns orientieren, uns stabilisieren und tun wirklich auch was für unseren gesamten Körper. Also permanentes Training. Ja. Ich fand das ganz spannend. Eine Zuschauerin hat uns dann nämlich gefragt, wie wäre das denn? Wir könnten doch auch Wein treten. Also früher wurde Wein ja nicht in einer Presse gemacht, sondern er wurde tatsächlich gestampft. Genau. Ne? Also dieses Laufende im Wein wäre nochmal eine neue Möglichkeit. Jetzt könnten wir noch überlegen, was macht das mit unserer Haut. Wahrscheinlich ist der Traubensaft ist besonders gut oder wir lassen uns was einfallen. Aber was gibt es denn noch für ein Training jetzt für die Großmuskulatur der Beine, außer das im Sandlaufen zum Beispiel? Naja, wir hatten ja vorher über dieses Hinsetzen, das war in der anderen Serie Hinsetzen, Aufstehen gesprochen. Ah, stimmt, genau. Und genau diese Bewegung. Ich setze mich hin auf einen Stuhl. Der nicht vorhanden ist. Der nicht vorhanden ist. Wir machen das pantomimisch und ich stehe wieder auf. Okay. Das ist also perfekt. Das ich hoffe, wir waren jetzt noch ein bisschen in der Kamera, aber wunderbar. Bücktraining. Ja, und man merkt es, wenn man es ein paar Mal macht. Manche kennen ja solche Übungen auch aus der Skigymnastik. Ah. Also man kriegt wirklich eine stabile Unterstützungsfläche. Das ist die Skihocke. Also theoretisch könnt ihr hier schon ein bisschen was für den nächsten Skiurlaub machen. Mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Danke dir.